So, für die liebe Anna machen wir jetzt ein Chat-Tutorial. Wie mache ich einen NPC, der spricht? Tjo, dazu kreieren wir ein neues Event, NPC 1 oder was weiß ich, oder dann kannst du auch einen Namen geben. Setzen die Grafik auf wie auch immer der NPC ausschauen mag. Wir könnten auch ein Monster-NPC nehmen. Nehmen wir ein Monster-NPC. Na, so. Bild ist gesetzt, auf Spielerebene auf jeden Fall und Aktionstaste. Ja. Außer du willst das anfangen zum Labern, wenn du gegen ihn rennst oder sowas, wie du magst. Ne? Auf jeden Fall, wir doppelklicken einfach, gehen auf Zeige Text, das ist die erste Auswahl auf der ersten Seite. Und ja, der sagt jetzt einfach: I will kill you. Bla 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 bla, ja, was auch immer. Ja. Man kann auch Gesichtsgrafiken zeigen. Ja, die kann man halt auch selber zeichnen und importieren. Ich meine, wir haben jetzt keine schöne da. Oh Monster, oh ja, wir nehmen jetzt einfach den hier, oder? Nein, nehmen wir den hier, okay. Der schaut sexy aus, ja. I will kill you. Dann könntest du auch rein theoretisch so eine Auswahl anzeigen lassen. Ey, hallo, nein, nicht so. Oh Gott, ich will, dass das ein Short-Tutorial wird. Auswahl anzeigen lassen. Oh mein Gott, please no. Oder. Ah. Okay. Gone. So. Wenn du oh mein Gott, please no sagst, dann kannst du zum Beispiel anzeigen lassen. Okay, dann. Ich meine, ich wünschte, ich hätte jetzt ein Monsterface, das irgendwie lustig lacht oder sowas, aber naja, ist ja nicht so tragisch. Okay, dann. Und wenn er ah, okay on sagt, dann. Keine Ahnung, könntest du zum Beispiel eine Animation anzeigen lassen? Animation anzeigen. Auf dich selber. Keine Ahnung. Irgendwas Lustiges. Feuer einzeln. Eins. Okay. Warten ist abgeschlossen. Und dann könnten wir sogar sowas machen. Und zwar nämlich, dass du dann Game Over bist. Genau. So. Und das testen wir gleich mal. So. Ja, unser Schalter erscheint immer wieder so, so. I will kill you. Oh mein Gott, please no. Okay, dann. So, okay. I will kill you. Ah, okay, go on. Game over. Dum, 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 dum. Na egal, ich hoffe, das war ja Quick Tutorial 1. GG.